Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute schauen wir uns die zahlreichen Neuerungen der Windows 10 Insider Build 17063 an. Mit diesem Update für Windows Insider im FastRing hat Microsoft wirklich unendliche Neuerungen in das System eingebaut und in diesem Video schauen wir uns möglichst alle an. Vorab gibt es aber noch einige grundsätzliche Infos zum Update selbst. Die Build 17063 ist Teil von Microsofts Entwicklungen für das nächste Funktionsupdate für Windows 10. Dieses hat noch keinen offiziellen Namen und wird intern als Redstone 4 bezeichnet. Wir erwarten, dass es etwa im März bzw. April 2018 veröffentlicht wird. Fangen wir gleich mal an bei der prominentesten Neuerung und zwar der Windows Timeline. Ihr werdet bestimmt bemerken, dass links unten in der Taskleiste das Icon für den App Switcher verändert wurde. Klickt ihr nun darauf, werdet ihr einen etwas aufgebohrteren App Switcher auffinden, der nun eben Timeline genannt wird. Wer glaubt, dass Microsoft es bei dieser Namensänderung belassen hat, der irrt allerdings gewaltig. Die Timeline erlaubt euch, wie der Name vielleicht verrät, in der Zeit zurückzureisen und somit auch vergangene Anwendungen einzusehen und zu öffnen. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Stunden ein Office-Dokument verwendet, das ich nun an genau dieser Stelle öffnen kann, wo ich es zuletzt geschlossen hatte. Die Windows Timeline ist ein Verlauf eurer bisher verwendeten Apps und Programme, mit dem ihr schnell in die Vergangenheit springen könnt. Auch eine Suche findet sich rechts oben, sodass ihr die gesuchte Anwendung schnell finden könnt. Nicht alle Apps werden momentan unterstützt, allerdings funktioniert es mit jenen Programmen, bei denen es besonders nützlich ist, auch ganz gut. Hierzu zählt zum Beispiel Office. Wenn ihr ein Word-Dokument vor kurzem bearbeitet habt, das muss übrigens gar nicht auf demselben PC sein, dann könnt ihr direkt dort fortsetzen, wo ihr zuletzt aufgehört habt. Wichtig ist, dass das Dokument auf OneDrive gespeichert ist. Mit lokalen Dokumenten, auch Photoshop-Dateien, geht das natürlich auch, jedoch dann nicht mehr geräteübergreifend. Die Windows Timeline hilft euch dabei, ordentlich Zeit zu sparen, wenn ihr eine Aktivität von vor ein paar Tagen direkt wieder fortsetzen möchtet, zum Beispiel die Arbeit, die ihr seit Wochen vor euch hinschiebt und deswegen keinen Plan mehr habt, wo ihr aufgehört habt. Ebenfalls in Build 17063 enthalten ist das neue Sets-Feature. Jedoch bekommt die Funktion nur einige ausgewählte Insider und wir zählen leider nicht zu diesem kleinen Kreis. Sobald wir dieses Feature haben, werden wir noch genauer darauf zu sprechen kommen. Vorab sei eines gesagt, Sets bringt Tabs für alle Apps, wie man sie beispielsweise vom Browser kennt. Ihr könnt in einem Fenster künftig Edge, die Einstellungen, den Store und ein Word-Dokument gleichzeitig offen haben, nebeneinander organisiert in Tabs. Edge wird ein zentraler Teil dieser Sets-Funktion sein, allerdings wird diese nicht mehr mit dem Redstone 4 Update ausgerollt. Bis dahin wird Edge noch etwas verbessert und mit diesem Update gibt es nun vor allem Neuerungen beim Design. Das Fluent Design hält Einzug in den Browser und beim dunklen Design sind nun die Elemente nun tatsächlich schwarz und nicht mehr grau, wie es bisher war. Neben dem Fluent Design Update gibt es aber keine wirklich erwähnenswerten Neuerungen für den Edge Browser. Bei Cortana wird sich allerdings bereits im kommenden Redstone 4 Update eine ganze Menge verändern. Microsoft will die digitale Assistentin nun auch am Desktop für Nutzer relevanter gestalten, indem ihr neue Funktionen und eine schönere, vor allem benutzerfreundlichere Optik verliehen wird. Das Cortana-Notizbuch, wo die Daten und Infos über den Nutzer gespeichert werden, sind nun deutlich übersichtlicher gestaltet worden. Ihr seht alle Möglichkeiten von Cortana auf einen Blick und könnt Skills hinzufügen oder ausprobieren. Ebenfalls neu sind die Cortana-Lists, womit euch Cortana das Erstellen von Listen im Alltag abnehmen will. Vermutlich habt ihr in OneNote, Wunderlist oder Outlook bereits Einkaufslisten, Wunschzettel oder To-Do-Listen erstellt, die ihr aber einfach nicht nutzt. Die neuen Listen und Sammlungen von Cortana sollen euch dabei helfen, die Listen immer aktuell zu halten. Und die Verwaltung übernimmt eben Cortana. Momentan ist das Feature noch in einem sehr frühen Zustand. Davon zeugt allein schon die Tatsache, dass ihr zum Beispiel keinen Zurück-Button in der App findet. Aber eine Integration mit Wunderlist ist bereits vorhanden. Die neuen Funktionen in Windows 10 benötigen natürlich auch einen Ort, wo sie konfiguriert werden können. Und das sind bekanntlich die Einstellungen. Fangen wir aber mal ganz von vorne an. Direkt, wenn ihr die Einstellungen öffnet, werdet ihr sehen, dass sich das ganze Design verändert hat. Anstatt der übergroßen Icons mit dem kleinen Text darunter, sind die Überschriften nun größer, die Icons kleiner und die Optionen insgesamt etwas übersichtlicher geworden. Die Veränderungen bei den Einstellungen sind allerdings nicht nur oberflächlicher Natur, sondern in den Tiefen der immer umfangreicher werdenden Einstellungen-App kommen ganz viele neue Dinge hinzu oder wurden verbessert. Unter Datenschutz gibt es nun zum Beispiel den Aktivitätsverlauf, welcher sich eben auf die Windows 10 Timeline bezieht. Hier könnt ihr festlegen, ob die Aktivitäten auf diesem bestimmten PC mit eurem Konto synchronisiert werden sollen, sodass sie euch auf einem anderen PC vorgeschlagen werden.
Außerdem könnt ihr den Aktivitätsverlauf für diesen PC an dieser Stelle auch direkt löschen. Ihr könnt nun Sicherheitsfragen für lokale Accounts einstellen, sodass ihr das Passwort eines lokalen Accounts zurücksetzen könnt, wenn ihr dieses vergessen habt. Microsoft arbeitet außerdem daran, die Display-Einstellungen unter Windows 10 ordentlich aufzubauen. Unter System und dann Display könnt ihr nun zum Beispiel detaillierte Informationen zu eurem Monitor abrufen in den erweiterten Display-Optionen. Mit dem Redstone 4 Update geht Microsoft aber ein wichtiges Thema an, nämlich die Skalierung. Manche Anwendungen sehen nämlich bei hochauflösenden Displays sehr verschwommen aus. Microsoft bietet eine Reihe von Optionen, die das Problem lösen sollen. Unter System und dann Display in den erweiterten Skalierungsoptionen findet ihr nun einen neuen Abschnitt namens Fix Scaling for Apps, was deutsch vermutlich mit Skalierung für Apps beheben übersetzt werden soll. Klickt ihr da rein, könnt ihr einen Schalter aktivieren, der bewirken soll, dass die Programme eben nicht mehr verschwommen aussehen. Windows 10 wird künftig außerdem automatisch erkennen, wenn ihr Probleme mit verschwommenen Programmen habt, und anbieten, diese Einstellungen zu aktivieren. Hierzu wird eine interaktive Benachrichtigung angezeigt, welche euch die Option bietet, das Feature zu aktivieren oder die Meldung zu ignorieren. Als dritte Möglichkeit könnt ihr ab dem Redstone 4 Update rechts auf eine Exe-Datei klicken und unter Kompatibilität die Einstellungen für hohe DPI ändern. Damit sollte das Problem von den Blurry Apps zumindest auf dem Hauptmonitor behoben sein. Diese Einstellungen lösen es allerdings nicht für Setups mit mehreren Displays. Außerdem erneuert wurden die Einstellungen für die Tastatur, welche unter Zeit und Sprache nun einen eigenen Abschnitt bekommt. Hier können eine Reihe von Einstellungen in Bezug auf die Autokorrektur, die Sprache und auch das Layout festgelegt werden. In Zusammenhang damit stehen auch die Einstellungen für die Region und Sprache, welche ebenfalls ordentlich verbessert werden. Das Menü zum Hinzufügen von Sprache ist nun deutlich übersichtlicher und nimmt nun nicht mehr das gesamte Display ein. Beim Datenschutz haben wir übrigens eine interessante undokumentierte Neuerung gefunden, welche es Nutzern künftig erlauben wird, festzulegen, welche Apps auf die Bibliotheken auf eurem PC zugreifen können. Ihr könnt also entscheiden, ob die Fotos-App beispielsweise die Fotos-Bibliothek öffnen oder ob Skype beispielsweise den Dokumentenordner einsehen kann. Das ist insofern praktisch, als dass eure persönlichen Dateien somit besser geschützt sind vor ungewolltem Zugriff durch Apps. Zudem könnt ihr nun auch festlegen, dass keine Apps mehr Zugriff auf eure Kamera haben, was nun auch für traditionelle Desktop-Programme wie beispielsweise Skype Desktop gilt. Ebenfalls nicht im offiziellen Changelog von Microsoft enthalten ist die Neuerung, dass die Speichereinstellungen und das System nun deutlich verbessert worden sind. Klickt ihr dort auf eine Festplatte, seht ihr die genaue Auflistung dessen, was genau Speicherplatz auf eurem PC verbraucht. Bei den temporären Dateien hat Microsoft nun eine Ansicht implementiert, welche uns an die Dateiträgerbereinigung unter Windows 10 bzw. generell unter Windows erinnert. Das Feature ist ja auch schon jahrelang da drin. In den Einstellungen könnt ihr somit auch genau auswählen, welche Dateien ihr löschen wollt. Microsoft geht somit weiter den Weg, die fragmentierten Desktop-Programme in einer übersichtlichen, UWP-basierten Einstellungen-App zusammenzufassen. Die Einstellungen für den Spielmodus können nun zurückgesetzt werden und einzelne App-Berechtigungen können direkt in der App-Einstellung festgelegt oder auch deaktiviert werden. So, und das war's erstmal nur mit den Einstellungen und wir machen gleich weiter und gehen zu den Neuerungen in der Windows Shell. Kurz mal erklärt, die Windows Shell ist all das, was ihr im Prinzip von Windows auf eurem Display seht, also das Interface, das Startmenü, die Explorer-Exe, das Infocenter und so weiter. Also all das gehört im Prinzip zur Windows Shell. Microsoft hat hier einige kleinere Verbesserungen vorgenommen, welche ich in dem Fall jedoch nur kurz zusammenfassen möchte. Also die Taskleiste, das Teilenmenü sowie die Uhr und das Kalender-Flyout sind nun ins Fluent Design gehüllt. Entwürfe bleiben bei Benachrichtigungen gespeichert, wenn diese verworfen werden, bevor ihr mit dem Schreiben fertig wart. Der Cloud-Status von Ordnern wird nun im Schnellzugriff des Windows Explorers angezeigt. Also da seht ihr jetzt links daneben ein kleines Cloud-Icon. Der Login-Screen hat nun dasselbe Netzwerk-Flyout wie am Desktop und Windows-Update-Benachrichtigungen bleiben nun auch als Icon im System-Tray unten rechts in der Taskleiste, damit ihr auf gar keinen Fall das Updaten vergesst. So, und beim MyPeople-Feature, welches laut unserer Umfrage 80% der WindowsArea.de-Leser übrigens nicht verwenden, können die Kontakte nun per Drag-and-Drop in der Reihenfolge verändert werden. Und ihr könnt nun auch mehr als 3 Kontakte auf die Taskleiste anpinnen, sodass ihr die Gesichter eurer Freunde, der Familie oder am besten eurer Lehrer oder Chefs immer in der Taskleiste sehen könnt. So, und jetzt müssten wir auch tatsächlich durch sein. Das sollten jetzt tatsächlich alle Neuerungen drin sein in diesem Video, welche Microsoft in Windows 10 Build
17.063, so ist es richtig, für uns Windows Insider im FastString ausgerollt hat. Wir haben uns Microsoft ChangeLog angesehen, da stand nicht alles drin, was eben neu ist, haben uns dann auch noch die Einstellungen und die anderen Neuerungen ganz genau angesehen, ganz das System eben genau unter die Lupe genommen und eben diese weiteren Features bemerkt, die wir jetzt auch im Video für euch hergezeigt haben. Und ja, das war jetzt eine Menge Arbeit. Microsofts offizieller ChangeLog ist anscheinend schon 25 Word-Seiten lang und auch dieser Videotext ist ja auch recht ordentlich. Auch das Video selbst dürfte jetzt recht lang werden. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis zu diesem Punkt mitgeschaut habt. Und sage erstmal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch mal ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich danke euch fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.